Hallo Leute, Modi ist back on track mit dem hottesten Shit ever. Und zwar habe ich diesmal das lang ersehnte Video mit Becca. Endlich. Ich glaube, von keiner Marke so viel wie von Becca. Ich glaube, Becca schickt mir gefühlt jede Kollektion, die rauskommt. Was ich sehr, sehr cool finde, weil die wissen, dass ich die hier in Deutschland, also ich habe denen in Deutschland ja einen Namen gemacht sozusagen. Ja, es fing mit einem Cream Highlighter an und dem Moonstone, glaube ich. Das waren meine ersten Produkte von Becca und dann habe ich halt immer angefangen, das zu benutzen und in Fotos zu taggen. Und dann kam man halt so in Kontakt, was ich sehr, sehr schön finde. Das machen halt nicht viele Firmen. Deswegen, ich mag Becca sehr, sehr gerne. Und die Produkte funktionieren für mich auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was es ist, dass dieses Blech ist auch, weil alles sehr luminous ist. Ne? Es ist ja so diese natürliche Frau mit viel Licht. Ja, so ein Finish funktioniert wahrscheinlich bei meiner trockenen Haut einfach besser. Deswegen funktionieren die meisten Dinge, denke ich, bei mir. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich zwei riesen Dinger voll mit Becca-Produkten. Ich werde natürlich in diesem Video nicht alles benutzen können, aber ich versuche, so viel wie möglich zu benutzen. Ich werde in dem Video auch etwas verlosen. Und zwar habe ich von Becca die Ocean Jewel Kollektion. Die wurde mir versehentlich von denen sogar zweimal geschickt. Und ich durfte die dann behalten und ich dachte, dass ich die dann an einen von euch verlose. Das ist sozusagen die Palette. Ja, ich würde sagen, bleibt dran. Seid so snatchig wie immer. Okay, fangen wir mit den Primern an. Und zwar habe ich, glaube ich, drei. Also ich habe hier gerade überhaupt keinen Überblick. Und zwar habe ich einmal den Becca Backlight Priming Filter. Den gibt es schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Das ist ein sehr luminous Primer. Also wenn man so richtig den Shit auf der Haut haben will, also unter der Haut, ne, der ist sehr, eigentlich wie so ein Liquid Highlighter, könnte man sagen. Ist das auf jeden Fall parfümiert. Ich mag den Geruch von Becca sehr gerne, weil das so ja sowas wie Kokosnuss ist. Aber ich weiß noch nicht mal, ob es Kokosnuss ist, aber es ist ein sehr angenehmer Duft. Den benutze ich sehr, sehr gerne. Also ich bin eigentlich damit auch schon fast durch. Den benutze ich allerdings meistens nur im Sommer, wenn ich so richtig fresh face haben möchte. Dann gibt es noch den Instant Complexion Refresh Primer. Das ist in so einem Lavendelton, wie mein Background. Das ist halt super, um stumpfe Haut so zum Leuchten zu bringen, ne? So lebendig zu machen. Benutze ich sehr gerne, wenn ich wirklich das Gefühl habe, oh, meine Haut ist so richtig stumpf. Dann nehme ich gerne diesen Primer, auch den. Der müsste so gefühlt hier sein. Dann gibt es noch den Velvet Blurring Primer Perfecting Base. Das ist dieser hier, der ist mehr so porfüllend, mehr silikonig, würde ich sagen. Der ist halt, ja, so gelig irgendwie. Den benutze ich nicht so oft. Ich finde, die anderen funktionieren bei meiner Haut besser. Ich glaube, der ist halt gut für Leute mit geweiteten Poren und so. Ich nehme den Becca First Light Priming Filter. Der schaut so aus. Der ist eben nicht so highlightend wie dieser andere Primer. Aber man hat trotzdem so ein schönes, frische Primer. Ihr könnt sehen, aber das ist trotzdem sehr lebendig halt, ne? Also das sind so diese Becca Primer. Meine Haut fühlt sich gleich so frisch an. Eigentlich trage ich alle meine Primer gerne überall auf. Mag ich, wie gesagt, sehr gerne. Benutze ich regelmäßig. Die Foundation, die ich habe von Becca, ist einmal die Aqua Luminous Perfecting Foundation. Die habe ich eine Zeit lang nonstop getragen, aber da war meine Haut einfach ein bisschen besser. Das ist eine Foundation, dreht man hier so auf und dann holt man sich das Produkt halt raus. Die ist auch super luminös, also die ist richtig shiny. Die benutze ich zurzeit nicht so gerne, einfach nur, also die sitzt auf meiner Haut halt perfekt durch meine trockene Haut, aber dadurch, dass ich so viel Struktur habe, wie gesagt, weil es meinem Darm auch gerade wieder schlechter geht, wird das durch die Foundation, finde ich, so ein bisschen hervorgehoben, weil die eben so schimmernde Partikel auch drin hat. Also man sieht es nicht, aber die ist halt permanent so wie der Primer. Nicht so extrem, aber es geht schon in die Richtung. Weil ich die Foundation nicht nehme, nehme ich die neue von Becca. Und zwar ist es die Ultimate Coverage 24-Hour Foundation. Die alte Packung sah so aus. Also die erste Verpackung. Aber Becca hat die jetzt umgeändert in diese Verpackung, weil Leute sich beschwert haben, was ich eigentlich sehr gut finde und was auch Sinn macht. Dass man konnte halt nie sehen, okay, wie viel habe ich denn jetzt aufgebraucht von der Foundation? Was ist da überhaupt noch drin?
Deswegen ist sie jetzt in Glas. Ach so, ja. Bevor ich Foundation auftragen, möchte ich natürlich einen Liquid Highlighter auftragen. Davon habe ich auch sehr viele da. Und zwar sind das die Shimmering Skin Perfector. Es gibt die in Opal, in Pearl. Das ist immer noch der, den ich seit Jahren habe. Das Zeug wird einfach nicht alle, weil das so ergiebig ist. Meins ist immer noch gut, also es riecht immer noch gut und ich reagiere nicht darauf. Und jetzt gibt es sogar Moonstone. Und Moonstone, wisst ihr, ist mein Lieblingshighlighter von Becca. Ich denke, diesmal nehme ich Moonstone, weil Pearl ist halt sehr weiß. Ich zeige euch mal den Unterschied. Moonstone, eher gelblich-gold. Pearl, weiß. Und Opal ist halt, wie gesagt, zu bronzy für meine Haut. Davon braucht man echt nur einen Klecks. Ich gehe dann immer so am liebsten mit meinem Schwamm rein. Einmal unter der Foundation. Das kombiniere ich auch immer gerne mit Tagescreme, getönten Tagescreme, weil ich finde, es macht einfach einen richtig schönen frischen Look. Gerade im Sommer benutze ich die Liquid Highlighter permanent. Ich habe die Farbe Shell. Als ich auf der Beautycon war, bin ich natürlich auch zum Bäcker-Counter gegangen und die haben dann die Farbe geswatcht und das, was die geswatcht haben, war Shell. Ich hoffe, es passt jetzt. Die wirkt auf jeden Fall sehr, sehr dick und nicht flüssig. Oh ja, die ist super dick. Wow. Ich habe viel zu viel genommen. Hm, ich empfinde Shell als ein bisschen hell, oder spinne ich gerade? So, jetzt habe ich noch ein bisschen Selbstbräuner drauf. Aber wenn der Selbstbräuner weg ist, wird Shell auf jeden Fall richtig gut passen. Die Foundation lässt sich nicht so leicht einarbeiten, weil die halt super dick ist, wie gesagt. Erinnert mich so ein bisschen an die NARS Foundation. Also ich für meinen Teil würde sagen, dass man die Foundation wirklich punktuell auftragen sollte. Also erstmal einarbeiten und dann weitermachen. Man braucht schon ein bisschen Armkraft, finde ich. Also Deckkraft empfinde ich als eine mittelstarke Deckkraft, die man definitiv aufbauen kann. Also die Foundation sitzt auf meiner Haut so ganz gut, allerdings auf meiner Stirn nicht. Da ist die, also meine Stirn ist ja zurzeit super strukturiert und hat trockene Stellen. Ich finde, da hat sie sich reingelegt. Also ich würde sie zurzeit dann eher nicht tragen. Hier schaut es auf jeden Fall richtig gut aus. Die Deckkraft ist schon sehr stark. Ich habe sie auf meinen Wangen nochmal so ein bisschen aufgebaut. Was ich jetzt mache, ist, was ich eigentlich immer davor auftrage, ist der Becca Under Eye Brightening Corrector. Den kennt ihr ja eigentlich aus jedem Video. Es gibt keinen Look, wo ich das Zeug nicht benutze. Und ich finde auch das sehr ergiebig. Ich habe das immer noch seit Jahren. Also ich finde es schon krass, dass sie das gematcht hat. Der Under Eye Brightening Corrector gibt es jetzt auch, das ist ja Fair to Lighten jetzt. Light to Medium gibt es, glaube ich. Oder Medium to Dark. Irgendwie so. Es gibt jetzt halt auch eine dunklere Version für die, die eben mehr Farbe haben. Ja, die Concealer, die ich benutze, auch die kennt ihr. Das sind die Aqua Luminous Perfecting Concealer. Die sind zurzeit meine allerliebsten Concealer. Das hatte ich euch ja auch schon mehrmals jetzt in Videos gesagt. Da benutze ich zwei Farben und zwar einmal Porzellan und Fair. Fair ist halt ein bisschen dunkler und Porzellan nehme ich zum Highlighten. Porzellan war aufgebraucht. Jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Und ja, Fair hatte ich noch ein bisschen da. Bei Fair benutze ich nur punktuell, sprich ich gebe hier ein bisschen. Also eigentlich nur da, wo ich Verfärbungen habe. Und dann arbeite ich das immer mit dem Schwamm so ein. Der ist halt nicht so austrocknend und von der Deckkraft halt eher leicht. Weil der funktioniert bei mir. Also die Deckkraft reicht mir halt persönlich, weil er über den Tag auch nicht so austrocknend ist. Liebe ich diesen Concealer und der lässt sich halt so einfach einarbeiten. Und auch diese Prozedur kennt ihr. Dann nehme ich immer Porzellan und gebe das hier so ein bisschen highlightend in mein Gesicht. Like that. Ja, ein bisschen. Da ein bisschen. Wie frisch alles ausschaut. Ich liebe das an den Becker-Produkten. Also bei den Concealern weiß ich, die funktionieren immer. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich endlich wieder Fair habe. Die Becker-Produkte liegen hier. Ich musste trotzdem noch ein, zwei Sachen nachbestellen, weil ich dann nicht doch alles da hatte. Was ich jetzt nochmal mache, ist, ich nehme nochmal Moonstone und gebe das nochmal über die Foundation. Das macht gleich so jung und jugendlich. Was du denn bist. Becca hat auf jeden Fall zwei Puder. Eins ist gelb, eins ist rosa. Ich finde beide total schrecklich. Dieses Gelbe habe ich mal in einem Video gezeigt, das verlinke ich euch hier oben. Das sind die Produkte, die ich hasse oder so. Das ist so, das machst du dir rauf und dann ist es boom gelb. Und das andere ist so, du machst es rauf und es ist boom pink. Also das sind nicht so gute Concealer. Ja, Concealer. Puder. Auf jeden Fall hat Becca das Under Eye Brightening Setting Powder. Das ist
so ein weißes Puder, womit man seinen Concealer setten kann. Und das ist dann so extrem. Ja, so wie dieses Laura Mercier Brightening Puder. Damit sette ich auch jetzt meinen Concealer. Manchmal nehme ich einfach das Laura Mercier Puder, sette unter meinem Auge und dann gehe ich mit diesem Secret Brightening Puder nochmal oben drüber. Wie gesagt, dieses Brightening-Puder nur für die für unter das Auge. Achso, welchen Corrector ich übrigens noch sehr gerne benutze, ist der Pistachio von Becca. Der ist eben nicht so knallgrün, sondern wirklich so ein zartes, ja, Pistazien oder so. Und damit korrigiere ich gerne meine Rötungen. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, welches ich auch nicht benutzt habe. Das habe ich mir bestellt bei Sephora.com. Ich weiß nicht, ob es das schon bei Douglas gibt. Das ist das Hydra Mist Set and Refresh Powder. Dieses Puder hat ja das formuliert mit 50% Wasser und alle, die dieses Puder benutzt haben, sagen, dass es sich auf der Haut anfühlt, als würde man sich Wasser auftragen. Mega interessant. Hier steht Keep Me Close to Keep Me Cool. Ah, also es ist halt ein Deckel und dann ist da noch eine Klebefolie. Es kommt auch mit so einem Netz. Oh, ich bin jetzt so ultra gespannt einfach. Oh. Oh, ist mein Pinsel nass? Alter, das ist wie Wasser. Ich schwöre bei Gott, als wäre mein Pinsel... Ey, Schatz, bitte dein Gesicht oder dein Arm, ist mir egal. Spür das. Er muss es ausprobieren. Ey, das ist wie, als wäre mein Gesicht nass. Ey, das ist die Erfindung. Feucht. Oh, krass, oder? Ja. Feucht. Ich bin verblüfft. Oh mein Gott. Ist mein Pinsel nass oder was? Also die Foundation rutscht auf jeden Fall in meine Lachfalten. Das habe ich... Immer bei so dicken Foundations, immer. Dieses Puder ist der Shit 2018. Das ist einfach krass. Einfach, ich würde mir das schon nur zum Spaß bestellen. Oh mein Gott, ich komme nicht drüber hinweg. Hey, hallo. What's poppin', Becca? Hallo. Hallo. Ist der hotteste Shit ever. Endlich mal was Interessantes in meiner Hand. Ey, die ganzen Sachen waren ja so boring. Also ich finde, wie gesagt, die Foundation sitzt leider zu trocken auf meiner Haut. Also es ist einfach zu strukturiert. Das hat sich hier auch so ein bisschen abgetragen. Also auf jeden Fall nicht meine Lieblingsfoundation. Der Becca Sunlit Bronzer in der Farbe Bali Sands. Ich meine, dass es die hellste Farbe ist, ob gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbronzern. Auch dieser ist nicht, ja, matt, sondern der hat ganz leicht Schimmer. Aber man kann halt deutlich sehen, nicht so wie viele andere Bronzer, ist es wirklich sehr leicht. Also kaum, fast nicht wahrnehmbar, würde ich mal sagen. Also man nimmt es schon wahr, aber nicht so extrem. Oh, was ich an diesem Bronzer eben sehr, sehr gut finde, gerade für meine trockene Haut, sieht der immer schön frisch aus. Ich mag auch die Farbe total gerne. Den benutze ich regelmäßig, also eigentlich immer. Ich finde diesen Bronzer ganz, ganz große Klasse. Ganz, ganz große Klasse. Den Highlighter, den ich auftrage, ist der... Ich habe 1000 Highlighter von Becca, wirklich tausende. Ich habe noch diese limitierten Editionen, noch Blush und Highlighter drin ist von Jaclyn Hill. Dann habe ich noch 1000 Paletten, die habe ich schon gar nicht mehr mit rausgenommen. Oh, ich habe so viele, ich habe eigentlich alle Farben. Ja, ich habe alle Farben, aber wisst ihr, welchen Highlighter ich nehme? Also ich nehme ja sonst immer Moonstone, nehmen wir doch einfach mal was anderes. Und zwar aus dieser Jewels Collection. Die ich jetzt auch verlose. Hier haben wir so ein paar Highlighter. Es geht eher so in dieses Duochrome, würde ich sagen. Ah ja. Das werde ich jetzt doch nicht auftragen, weil ich gerade keinen Bock auf so Duochrome habe. Nehme ich meinen allerliebsten Highlighter, den Moonstone. Der geht immer. Das ist der Shit. Was ich mal gerne mache, ich gehe in den Highlighter rein, klopf was ab und gucke, dass wirklich wenig Produkt auf dem Pinsel ist. Und dann gehe ich nochmal so... unter meinem Auge, dann hat es da auch so ein bisschen Leben. Wobei bei diesem Brightening-Puder muss man das eigentlich nicht so machen, weil der ist ja gerade dafür da. Aber ich bin besonders extra, you know. Also die Becca Highlighter, egal welche Farbe, die halt passen, sind meine allerliebsten. Kommen wir zu einem Blush. Also von Becca habe ich nur diese Split-Dinger benutzt. Aber wie gesagt, es war eine limitierte Edition, die gibt es so nicht mehr. Und als ich in New York war, wir waren nämlich mit Becca essen, da gab es so eine kleine Tüte für mich. Und da war ein Becca Blush drin. Aber das Witzige ist, ich wollte ihn mir bestellen, dann dachte ich mir, ach egal, ich benutze einfach einen von denen, die ich da habe. Und ich wollte mir den Songbird Blush bestellen, der Mineral Blush Songbird. Den hatte Jaclyn Hill früher immer voll erwähnt. Das war also ihr Lieblingsblush. Interessante Farbe. Also auf jeden Fall nicht matt, ne? Wie es ist, schon ein schimmeriger Blush.
Bin mal gespannt, wie der auf meiner Haut ist. Es kommt auch hier gut Produkt auf dem Pinsel. Leicht, ne? Gefällt mir gut. Gefällt mir auch. Ich kann mir vorstellen, dass der für noch hellere Leute vielleicht zu krass ist, weil der ist schon sehr dunkel. Ja, hier nochmal geswatcht. Selbstbräuner in meiner Hand. Richtig assi. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Hatice Schmidt. Assi Town. Ich habe hier noch einen Blush von denen. War das auch in der Goodie Bag? Oh ja. Der ist aber natürlich richtig doll. Oh. Den verlose ich mit. Also Augenbrauenprodukte haben sie nicht. Deswegen mache ich direkt mit den Augen weiter. Ich habe auch schon Mascara drauf. Nehme ich meinen Bronzer. Den benutze ich sehr oft, gerade wenn ich nur so Tages-Make-up mache. Oder wenn ich keine Zeit habe für Experimentier-Exkursionen in Richtung Make-up, nehme ich meistens meinen Bronzer. Den gebe ich komplett so auf mein Lid. Also es gab von Becca diese Jaclyn Hill Palette. Das war ja leider so ein richtiges Desaster, weil die wohl an die Blogger die guten rausgeschickt haben. Und zu kaufen gab es dann halt wohl die schlechte Qualität. Ob das stimmt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber das war halt so das Ding irgendwie. Ich habe hier noch einen Bronzer in der Farbe Capricose. Den verlose ich auch. Ich habe trotzdem noch eine andere Palette. Die gibt es immer noch zu kaufen. Das ist die Ombre Nudes Eye Palette. Und die Becca Lidschatten sollen sehr, sehr gut sein. Also von dieser Jaclyn Hill Palette konnte ich es tatsächlich wirklich so sagen. Die war echt gut. Und das sind die Farben. Also sehr, sehr schlicht, ne? Also sieht eigentlich aus wie eine Augenbrauenpalette. Die war auch in der Goodie Bag von Becca drin. Ich selber hätte sie mir so tatsächlich nicht gekauft, weil mir das zu eintönig wäre, muss ich sagen. Mit einem kleineren Blendepinsel gehe ich in diesen Ton hier, um einfach meinen Außenwinkel so ein bisschen zu intensivieren. Ja, ist ein schöner Braunton, also lässt sich auch gut verblenden, lässt sich gut aufbauen. Ja, was soll ich sagen? Also ist halt ein brauner Lidschatten, wa? Ja, von hier sieht die Foundation auch richtig gut aus. Vielleicht muss die auch erstmal sitzen, keine Ahnung. Es gibt ja manche Foundations, die müssen erstmal mit der Haut eins werden. Dann kommt man da so ein bisschen hin. Meistens erkenne ich es leider auch dann nur erst im Schnittprogramm, wo ich mir denke, so Ja, dann kommen wir zur nächsten Palette. Und zwar ist es diese hier. Und da nehme ich diesen Ton, den nächsten Braun. Der schaut schön kräftig aus. Oh ja, den nehme ich hier auch noch. Oh ja, der ist krass pigmentiert, Alter. So, ich schminke mal so einen softeren Look, würde ich sagen. Also die Kombination gefällt mir jetzt tatsächlich voll gut. Mit so einem schönen braunen Lidstrich. So ein bisschen Kylie Jenner-like, ne? Denselben Ton gebe ich mir auch auf meinen unteren Wimpernkranz. Ich werde Lidschattenpalette auch verlosen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich da jetzt... Inklusive Hattie-Sporen. Ey, Baby, wir haben bald Hochzeitstag. Ja. Yeah. Ich möchte unbedingt in diesen Ton hier, weil der so braun-grün schimmert. Ich gehe erstmal mit meinem Finger so rein und dann schmiere ich mir das hier so auf mein Lid. Oh, das ist ja eine tolle Farbe. Wow. Das changiert in so viele Richtungen. In Rot, Braun, Blau, Grün. Fühlt sich fast ölig an auf dem Lid. Wow, tolle Farbe, ne? Ja, super. Echt. Also die Lidschatten gefallen mir bis dato sehr, sehr, sehr gut. Als Highlight nehme ich diesen hellen Ton hier. Auch der changiert irgendwie in viele verschiedene Richtungen. Ich habe zwar Highlight unter meiner Augenbraue. Wow, krass. Wow, gefällt mir richtig gut, die Farben. Ich dachte, ich werde die Palette nicht so mögen. Also beim Hingucken ist es jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott. Aber jetzt im Auftrag gefällt es mir super gut. Ich gebe natürlich auch nochmal ein bisschen in meinen Innenwinkel. Das ist erstmal die Schicht ohne anzusprühen. Das gefällt mir richtig gut. In meine Wasserlinie gebe ich mir einen Cream-Lidschatten und zwar von By Terry, Ombre Black Star. Einfach nur für meine Wasserlinie. Ja, also die Lidschattenpalette, wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe nochmal in diesen Bronzy-Ton, gebe das hier so auf. Dieses Inner Corner Highlight changiert auch so blau, ne? Ich habe hier noch einen Under Eye Brightening Corrector. Den verlose ich auch. Lippenprodukte gibt es On Must von Becca. Es gibt hier aus dieser, also das ist halt auch neu. Es hat einfach so ein Clear Gloss. Dann gibt es noch diese Shimmering, diese Topper. Die sind auch richtig geil. Ja. In ganz vielen Farben, passend immer zu den Highlightern, aber dann halt gemischt. Das hier wäre jetzt zum Beispiel Opal X Jade. Also da ist halt
die Farbe Opal. Ja, so ein Grün mit drin. Also die mag ich sehr gerne. Was ich noch gerne mag, sind die Becca Lush Lip Color Balm. Also das sind Lip Balms, aber in tollen Farben. Halt nicht so deckend wie ein Lippenstift oder so. Mag ich sehr gerne. Deswegen würde ich sagen, nehme ich eine Farbe von denen. Das ist die Farbe Café au lait. Dann gehe ich nochmal mit dem MAC Lip Liner drüber. Wisst ihr, was geil wäre von Becca? So ein Face Spray. Mit Lip Liner noch einen Tacken besser. Und dann nehmen wir noch einen Lip Topper. Nehmen wir den hier. Ich sette gerade nochmal mein Gesicht mit dem Fix Plus. Das ist der fertige Becca-Look. Mir gefallen die Produkte, wie gesagt, sehr, sehr gut. Die Foundation ist jetzt nicht meine Lieblingsfoundation. Sie sitzt halt von hier sehr gut, aber von nahen hatte ich schon bessere Foundations, die auf meiner Haut saßen. Es kommt halt, wie gesagt, bei Becca mal auch so ein bisschen auf meine Hautstruktur an. Manchmal habe ich Hauttage, da sitzt das einwandfrei, also so richtig flawless. Und dann habe ich halt schlechtere Hauttage und dann sitzen die Foundations nicht. Und dann gucke ich immer, dann nehme ich andere Sachen. Aber die Primer benutze ich, wie gesagt, sehr, sehr regelmäßig. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Und zu dem Gewinnspiel werde ich einfach per Zufallsverfahren jemanden in den Kommentaren auswählen. Auf jeden Fall findet ihr hier noch zwei weitere Videos, wenn ihr die verpasst haben solltet. Hier drüben könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.